Hi, heute gibt es von mir die Beauty & Care Bio Box des Monats Juni. Und wenn ihr wissen wollt, was in meiner Box war, dann bleibt dran. Ja, so sieht die Box aus. Hier steht extra Beauty & Care drauf, damit man sie nicht verwechseln kann mit der Food & Drink. Aber mal ganz ehrlich, diese Box ist wesentlich kleiner als die andere, von daher kann das, glaube ich, gar nicht passieren. Aber okay, man weiß dann direkt, worum es geht. Zwei Monate ist ja doch manchmal ein bisschen zu lang für mein Hirn. Wie mich auch schon Funny Girl 84 drauf hingewiesen hat, hat jetzt die Biobox einen Online-Shop. Deswegen ist hier so ein Flyer dabei, damit das jeder mitbekommt. Da ist es halt dann möglich, die ganzen Produkte von den Marken, die bis jetzt vorgestellt worden sind oder die halt auch jetzt in der Box dabei sind, wohl zu bestellen, zu kaufen. Das ist natürlich ganz praktisch, weil nicht jede Marke wird man so einfach online finden oder im normalen Geschäft schon mal gar nicht. Und da ist es halt dann wirklich besser. Man kann es auf einer Seite bestellen von allen Marken. Man muss sich nicht da durchquälen und von jedem Einzelnen bestellen, sondern man kann dann wirklich von jedem, was einen so interessiert hat, bis jetzt aus den Boxen mal was bestellen. Das finde ich eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob ich es selber benutzen werde, weil ich einfach meine Quellen habe. Ich bestelle meistens bei Bio Naturell und ein paar anderen Seiten. Von daher, ansonsten, wenn ich mal wirklich von mehreren Marken etwas bestellen möchte, die aus der Biobox waren, dann dort. Ja, Sommer für alle ist das Thema der Box da, der Sommer ja noch auf sich warten lässt. Und ja. Dabei sein soll Erfrischendes zur Pflege, Sportliches zur Wellness, Verspieltes für die Kleinen, also für mich, Angenehmes fürs Abschminken und auch etwas Praktisches für die Haushaltsreinigung. Was ja jetzt schon mal ganz gut klingt, finde ich persönlich, weil, ja, ne, ich muss ja hier auch sauber machen. Da sind so viele Flyer dabei, die zeige ich euch dann zu den einzelnen Produkten, weil es einfach so ein fetter Stapel ist. Und ja, wir fangen damit an, dass ich euch nochmal zeige, wie viele Produkte in dieser Box sind. Also es ist schon relativ viel. Es sind 7 Produkte insgesamt und ich war mehr als erstaunt, dass so viel da drin ist. Also ich war ein bisschen überfordert erstmal damit. Und ja, ich fange einfach an. Bei dem Produkt musste ich wirklich erstmal so, Chinmin Sport Spray. Und ich bin ja total der Sporty. Also ich liebe Sport. Mein Lieblingssport ist lange ausschlafen. Und wenn man dann noch diesen Flyer dazu kriegt, denkt man so, oh mein Gott. Also ich bin wirklich der unsportlichste Mensch aller Zeiten. Das Einzige, was ich ab und zu mal gerne mache, ist schwimmen gehen oder sowas. Und das ist gleich mehr einem Planschen. Und ja, es soll halt die Leistung steigern der Muskulatur. Und soll halt besser durchbluten, bla bla bla. Das war dann erstmal so, toll, damit kann ich nichts anfangen. Aber ich habe da mal dran gerochen und dachte mir so, oh geil. Also weil das riecht richtig lecker. So ein bisschen wie ein Mundspray, muss ich ganz ehrlich sagen, nach Minze aber. Vor allen Dingen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Denn ich kann mir das vorstellen, wenn es richtig heiß wird, falls es richtig heiß wird, irgendwann mal noch diesen Sommer. Aber wenn es so ist, dann ist es cool, wenn man zum Beispiel wie ich halt über den Campus läuft, viel hin und her und dann, dann ist im Sommer ein bisschen anstrengend, dann sind vielleicht die Beine so ein bisschen angeschwollen und man schleppt dann halt auch viel rum. Also ich habe meistens noch irgendwie Laptop, Bücher und alles Mögliche dabei und dann ist das anstrengend für die Beine und dann finde ich das eigentlich ganz cool, wenn man sich das auf die Beine sprühen kann. Also deswegen ist das schon mal ein Produkt eigentlich, was ich ganz gut benutzen kann. Hätte ich nicht so gedacht, aber als ich dann mal ein bisschen weiter gedacht habe, hat es dann auch mal Klick gemacht bei mir. Und das ist ein Originalprodukt mit 30 ml für 3,90 €. Das nächste Produkt ist eben diese angesprochenen für die Kleinen. Das ist von Luke & Lily Natural Care von der Mädchenserie, von der Girls. Lily's Lovely Lotion, Body Lotion ist das. Das ist so eine ganz süße kleine Tube. Ich kann jetzt, also ich mache die jetzt nicht auf, weil die ist noch versiegelt. Ich habe so viele offene Bodylotions und würde die dann erst benutzen, wenn mal wieder was leer geworden ist. Da steht auf jeden Fall drauf, dass da naturreine Bioöle aus Haselnuss und Sonnenblumen sowie Extrakten aus der Bio-Ringelblume drin sein sollen, was ich richtig gut finde, so von der Mischung her.
Und ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich die ausprobieren kann. Das ist auch eine schöne Größe zum Reisen wieder. Und die kostet so 1,50 Euro. Und ja, finde ich ganz cool. Ist halt auch gerade so für den Sommer, wenn man dann mal weggeht, irgendwo, ist eine schöne Sache. Da war jetzt kein Flyer dabei. Und dann kommen wir schon zum nächsten Produkt. Da ist wieder was von Spike drin. Spike ist ja schon öfters drin gewesen. Da war ein Labello drin, glaube ich. Und noch irgendwas anderes, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, das Blöde ist, ich habe mir vor kurzem von Lavera einen Deo-Roller geholt. Und das hier ist auch ein Deo-Roller. Aktiv oder Active Deo Roll-On mit Langzeitwirkung ohne Aluminiumsalze. Deswegen, der bleibt erstmal so weit zu. Ich werde jetzt, also Spike riecht immer gleich. Also es hat so eine kräutrige Note, riecht einfach mal an den Spike Natural Gedöns. Da habt ihr das dann schon. Finde ich aber eine coole Sache, gerade für den Sommer. Das ist natürlich sinnvoll. Und von Spike war diesmal dieses Lesezeichen dabei. Ja, und da steht dann auch wieder ein bisschen was über Schweig. Und ja, finde ich eigentlich ein schönes Produkt. Kosten würde das mit 50 Milliliter 6,29 Euro und damit ist es sogar ein Ticken teurer als mein Lavera Dio, glaube ich. Das hat nämlich 5,95 Euro gekostet, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, aber trotzdem finde ich ganz cool, dass sowas in der Box ist. Auch drin war das hier. Das sieht dann wieder so ein bisschen merkwürdig aus. Wims, Pines, Vital oder wie auch immer. Das ist ein Pflegewasser. Und da sind 50 Milliliter drin. Das ist in so einer richtig schönen, kleinen, süßen Sprühgröße. Gefällt mir sehr gut. Den Spender, wenn der leer ist, werde ich ihn auf jeden Fall wieder weiterverwenden. Das soll die Haut beruhigen und die Schutzbarriere stärken. Schützt, pflegt, ideal auch bei Juckreiz, beruhigt angegriffene Haut auf pflanzlicher Basis. Und das soll man einfach schütteln, dann aufsprühen und einmassieren. Da war auch ein Flyer mit dabei, das hier. Und da gibt es eine ganze Pflegelinie dazu. Das ist ja klar, Zahncreme, Shampoo, whatever. Sehr viel. Und der Tipp, was das hier betrifft, es soll halt eben bei Sonnenallergie oder Sonnenbrand und Juckreiz helfen oder auch bei Mückenstichen. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man sowas hat. Gerade, ich habe immer gerne Ausschlag am Rücken, wenn ich irgendwas nicht vertrage, genau zwischen den Schulterblättern. Und es juckt wahnsinnig manchmal. Das ist übel, das ist richtig übel. Und wenn man dann was hat, was dagegen hilft, warum nicht, ja? Finde ich eine schöne Sache, dass mit dabei ist, denn im Sommer, ne, Mücken und so, kann da auch nicht schaden, weil ich bin irgendwie das Lieblingsopfer von allen Stechmücken. Also wenn 5 am Tisch sitzen oder 20 von mir aus, ja, bin ich diejenige, die die meisten Mückenstiche nach dem Abend draußen im Freien mit nach Hause bringt. Und ja, da finde ich das eigentlich immer schön, so etwas zu haben, was den Juckreiz mildert. Das ist ein Originalprodukt mit 50 Milliliter für 3,60 Euro. Und dann kommen wir zu dem nächsten Produkt. Das ist von Soleil, oder wie das ausgesprochen wird, eine Gesichtscreme. Steht hier nur auf Englisch drauf und ja, isländische Kräuter sollen hier drin sein für trockene Haut. Jo, da haben wir dann das hier mit dabei. Das ist einmal so eine Karte, irgendwie bla bla. Da kann ich mal gerade vorlesen. Gesichtscreme mit isländischen Wildkräutern. Reine und pflegende Feuchtigkeit für müde und gestresste Haut. Die angenehme frische Gesichtscreme unterstützt bla bla. Hautbild. Ja, halt, Gesichtscreme. Und hier ist dann noch so ein ganzer Katalog mit allen möglichen ja, Produkten, die der so anbietet. Die Marke ist ein bisschen teurer. Ich zeige euch jetzt erstmal noch, wie die aussieht. Die ist so ein bisschen gelartig und ganz leicht in der Textur. Und wenn man die verreibt, wird die erstmal zwischendurch so weißlich. Vielleicht sieht man das so, weiße Spuren. Und wenn die dann einzieht, dann sieht man das nicht mehr. Also man kann nicht failen beim Einschmieren, weil man sieht, ob man so gut eingerieben hat oder nicht. Sonst ist es nämlich weiß. Die ist ein bisschen dickflüssiger und riecht wie Leder, also sehr kräuterlastig und hat so eine leichte Fettschicht oben drauf. Also ist wirklich eher was für sehr, sehr trockene Haut, würde ich behaupten. Also für mich jetzt
so im Jahreszeitenwechsel nicht so geeignet, also eher was eigentlich für den Winter, leider. Ich hätte die gerne jetzt benutzt. Aber okay, naja, kann man nichts machen. Kosten würde diese Gesichtscreme, da sind 25 ml drin, 75 wäre das Originalprodukt für 32 Euro. Das ist schon ziemlich teuer. Ja, also so um die 10 Euro irgendwas, ne, kostet dann dieses Pröbchen, also ist schon gut was wert. Dann kommen wir zu den beiden meiner Meinung nach interessantesten Produkten aus der Box. Das ist zum einen hier dieser Bartreiniger. Das ist ein Öko-Konzentrat von Alma Win. Und das finde ich richtig cool, denn ich muss ja hier selber putzen. Und ich habe oft das Problem, dass eben diese chemischen Reinigungsmittel, dass ich dann mit der Lunge Schwierigkeiten habe oder irgendwie Kontaktallergien bekomme. Und gerade fürs Bad, die Sachen sind echt übel. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Hier sind 125 Milliliter drin. Es ist vegan, basiert auf einem Zuckertensid. Man kann es unverdünnt natürlich anwenden oder eben verdünnen für je nachdem, was man halt gerade sauber machen möchte und womit man damit arbeiten möchte. Das finde ich sehr, sehr cool, dass sowas in der Box ist. Ja, 99 Cent, glaube ich, kostet die Größe. Genau, also es ist auch nicht so teuer, man kann damit gut arbeiten. Und da ist auch Minze drin. Also es riecht schon so ein bisschen nach Klosteinzitrone, aber mit Minze. Also es ist erträglich, finde ich auch besser als diese Terra-Produkte oder wie die heißen. Das ist richtig cool. Und da war auch wieder ein Flyer mit dabei. Hier der. Und was ich echt beeindruckend finde, ist, was sie für Produkte noch haben. Also gerade für meine Wäsche. Ich wasche seit Jahren eigentlich mit Waschmüssen meine Wäsche, den Großteil meiner Wäsche. Und vertrage das halt sehr gut, weil ich ansonsten extremst allergisch bin, gerade bei Waschmitteln. Und ich finde einfach keine Waschnüsse mehr im Teegut. Früher hatten die immer zeitweise und jetzt gibt es die irgendwie nicht mehr. Jetzt habe ich von Sodan irgendwie oder so ähnlich heißt die Marke ein Waschmittel. Und ja, bin da nicht so 100% zufrieden, deswegen will ich da auf jeden Fall mal gucken, wie die so sind. Ja, und das finde ich ein ziemlich cooles Produkt, was in der Box drin ist. Finde ich gut. Und das letzte Produkt, was drin war, ist dieser Cognac-Schwamm oder Konjaku, Konjak, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das ist aus Südkorea, soweit ich gesehen habe. Es ist vegan, wird halt aus dieser Cognac-Wurzel gemacht und klappt Wasser. Und ja, da steht hier hinten dann nochmal drauf, wie man den verwenden soll. Ich finde ihn sehr cool, der ist auch noch weich. Dabei war auch noch das hier und da ist auch ein Gutschein dabei. Und wie man sieht, ist dieser Gutschein bis zum 31.12. haltbar. Das heißt, man kann das hier erstmal ausgiebig testen, der soll nämlich so 2-3 Monate, wenn man ihn gut behandelt, halten, wenn man ihn regelmäßig benutzt. Und dann kann man ihn ausgiebig testen und wenn man sagt, boah, finde ich gut, dann kann man sich hier einen neuen bestellen und kriegt auch noch 10% Ermäßigung. Das finde ich ziemlich gut. Hier ist es auch nochmal komplett auf Deutsch, wie man diesen Schwamm benutzen soll. Also der ist aus Cognac, Wurzelmehl und Wasser hergestellt. Ja, also ist richtig. Er ist zu 100% biologisch abbaubar, 100% natürlich, 100% vegan, 100% ohne künstliche Farbstoffe. Und er soll eben ein sanftes Hautpeeling geben, die Haut reinigen ohne Seife. Also man kann natürlich Seife benutzen, wenn man möchte, oder ein Waschgel noch zusätzlich benutzen, aber das würde er auch ohne machen. Und er ist ein natürlicher Feuchtigkeitsspender, was ich sehr, sehr interessant finde. Vor der ersten Anwendung soll halt 3 bis 5 Minuten in Wasser eingeweicht werden. Ach nee, genau, vor der ersten Anwendung mit viel Wasser abspülen. Einen trockenen Schwamm, also wenn ihr dann nach dem ersten Mal benutzt, wenn ihr den ausgedrückt, nicht wringen habt, einen aufgehangen habt, dann trocknet der und dann wird er hart und dann soll man den 3 bis 5 Minuten in Wasser einweichen. Das Gesicht soll man dann mit kreisförmigen Bewegungen massieren, ist ja auch klar. Im Wasser sanft ausdrücken und nach dem Gebrauch eben aufhängen. Ja, das finde ich ein super, super interessantes Produkt. Der kostet 7,90 Euro, ist ein Originalprodukt und ja, das finde ich richtig cool. Bin mal gespannt, weil bei Peeling ist meine Haut auch sehr, sehr empfindlich, gerade die Gesichtshaut.
Und da bin ich neugierig, wie der sich macht. Und ja, ich bin ziemlich begeistert von der Box. Ich glaube, der Wert liegt so um die 25 Euro. Ist eine sehr, sehr, sehr schöne Box. Ich war auch erstmal geplättet, dass so viele Produkte drin sind. Klar, es sind viele kleinere Größen dabei und jetzt auch nicht super, super teure. Produkte sind zwei, die ein bisschen mehr kosten oder drei und der Rest ist halt ein bisschen günstiger, ist klar. Aber ich finde es halt super, man kann überall mal reinschnuppern, das sind sehr unterschiedliche Produkte, der Schwamm und auch gerade das Waschmittel finde ich eigentlich so mit am coolsten und ja, ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Box fandet, habt ihr sie selbst, wie findet ihr die Produkte, habt ihr schon ein bisschen mehr getestet, kennt ihr diesen Schwamm, finde das super. Ja, und das war's dann erstmal von mir. Ciao!